Ja, toll. Bringt uns sehr viel, wenn das Schwert direkt kaputt geht. Da müssen wir noch irgendwas ändern. Da unten ist was Blaues. Ist das Wasser? Ja, überall hat es jetzt natürlich Zombies. Gehen wir lieber wieder rein. Ich war nicht da. So. Wir brauchen Fackeln. Dafür brauchen wir Kohle. Wir gehen am besten hier irgendwo weg. Wenn wir hier zum Beispiel eine Höhle runter machen, bekommen wir sicher zu einer Höhle. Also wenn wir hier runtergraben. Jetzt müsste ich nur noch genug Holz haben für ein paar Treppen. So, drei zur Sicherheit lassen wir hier. Nicht Treppen, Leitern. So. Okay. Noch eins. So. Sehr schön. Weiter runter. Oh, das geht weiter runter. Das ist ein bisschen nervig. Also da kann man richtig schön bauen. Ich habe angeschaut, was wir so Erze finden und Steine und alles Mögliche. Und dann noch Holz. Das wird sehr schön. So, mal schauen, was wir hier unten haben. Wäre doch geschissen, wenn wir hier keine Höhle haben. Wir müssten schon fast irgendwo hin graben. Zum Beispiel in diese Richtung, da haben wir doch Höhlen gefunden. Irgendwo muss doch hier Kohle sein. Wir sind auf 69. Ja, 59. Wenigstens werden die Dorfbewohner nicht angegriffen. So, was haben wir hier? Keine Monster scheinbar. Sehr schön. Ich höre gerade auch nichts, außer irgendwie ein Skelett irgendwo. Leider müssen wir wieder schauen, was es für Erze gibt. Oh. Wir brauchen natürlich Eisen am meisten. So. Hier drüben hat's. Was ist das? Manganese, Erz, Kupfer. Ach, noch nicht unbedingt. Ja, so Kupfer, was hier liegt, nehmen wir natürlich. Aber zuerst brauchen wir mal Gummibäume und solche Sachen. Das ist hier nicht unbedingt gerade vor den Augen gewesen. Eine Spinne höre ich irgendwo noch. Da drüben. Ja. So, ich will nicht das Erz hinsetzen. Ich möchte eine Fackel hinsetzen. So. Sulfur? Nö. Da ist ein Creeper. Wie viel hat der? So. Natürlich ein bisschen Kohle mitnehmen. Ich gehe weg. So, haben wir hier. Hier haben wir noch ein Erz. Zink. Aha. Von A bis Zink.
So, dann gehen wir wieder nach oben. Hier haben wir noch mehr Eisen. Ja. Und ein Zombie macht hier eine Ding kaputt. Aber es ist easy, also kann es nicht kaputt machen. Also müsste das egal sein. Hier können wir überall Erze finden. Wir müssen noch ein bisschen graben. Ja, Kohle. Ach gut. Aber ein Ding möchte ich gern haben. Zinn. Nicht Zink, sondern Zinn. Weil damit können wir dann Bronze herstellen und solche Sachen. Und wir brauchen Zinkplatten für die Furnace-Sachen, die elektrischen. Gut, haben wir hier oben. Ja, hier haben wir noch Eisen. Ist das jetzt schon oben? Ich glaube noch nicht, oder? Pflasterstein. Gehen wir mal ein bisschen nach links. Ja, das hört sich doch schon gut an. Oh je. Und ich bin... Mist. Muss das sein? Brauchen einen anderen Ausweg. Irgendwo muss es doch rausgehen. Weil wir haben ja keine Baumsch... Also nichts mehr zum... Aha. Okay, ich muss unbedingt noch kurz etwas essen. Das ist nicht gut. Oh! Okay, neuer Hut. Noch ein Hut. Was ist ein Witterhut? So, können wir hier hoch irgendwo? Es muss doch irgendwo hochgehen. Ich will nicht wieder zurück hoch. Ich will hier kurz eine Spitzhacke machen. Zwei Spitzhacken bitte. So. Was ist hier denn? Hier haben wir Kohle und Eisen. Und die Zombies sind schön weg. Magnesium. Da müssen wir ja hier irgendwo runtergekommen sein. Cassius brauchen wir nicht hier. Nein, hier waren wir am Abbauen. Keine Ahnung mehr, wo wir runtergekommen sind. Aber wir sind, glaube ich, von hier oben irgendwo runtergekommen. Von hier. Oh, Licht. Licht aus. Und Splash. Blutig wieder. Komm.
graben jetzt einfach alles, bis wir oben sind. Da können wir eigentlich auch eins weniger graben. Das ist Astralsäbe. So, guten Tag. Ja, nebendran war gleich eine Höhle. Hab dies ein bisschen nach rechts gegangen. So, Gummibaum unbedingt mitnehmen. Und die Dingbitter auch. Die Setzlinge. Weidenholz haben wir hier. Komm schon. Noch einen bitte. Und wir sehen Wolken. Da kann man wirklich drauf gehen und kann dann dort, sinkt dann glaube ich einen Meter rein. Können wir ein bisschen Wolken farmen und dann irgendwie eine Wolkenwelt machen. Ja, das hätte ich Bock irgendwie. Aber ich habe schon viel Bock mit neuen Objekten, habe ich schon sehr viel Bock zu bauen. Aber so alte Objekte, das sind viel zu langweilig. Ach komm, jetzt baue ich so ab. Oh, nix. Das ist das gleiche Holz, ja. So, was haben wir hier? Nix. Ein Nichts. Aha. Das lassen wir noch kurz hier. Wir gehen zurück, wir müssen zurück. Leider haben wir jetzt gleich ein Haus, das schlecht betretbar ist. Nämlich das da drüben. Ja, das wusste ich, das war klar. So. Vielleicht ziehen wir dann um. Gut. Das Weidenholz mitnehmen. Himbeerbusch. Stein. So. Bitte nicht so, dass es alles runterfällt. Genau, so ist sehr gut. Das rein, das rein. Ah ja. Das rausnehmen. Und einen zweiten Ofen machen. Sehr wichtig. Das rein. Und das rein. So. Jetzt können wir eigentlich bald umziehen. Ich muss nur noch schauen, ob es hier drüben noch was drin gibt. Hier ist nichts drin. Ah ja, die Ding wollte ich mitnehmen. Die Sachen hier. Zum Beispiel hier mal ein bisschen Weizen mitnehmen. Ihr braucht es ja gar nicht. Ihr müsst ja nicht essen. Dann nehme ich mich alles das mit. Haha. Das ist jetzt alles mein. Ich bin hier das Spiel, nicht ihr. So, was haben wir hier? Kartoffeln. Die nehme ich auch mit. Und irgendwo hat es neue Sachen. Wieso leckt das jetzt so? Optionen, Grafikeinstellungen, Performance.
Ist alles off. Load far. Ja, jetzt habe ich wieder viel FPS. Toll. Sorry für den kurzen Unterbruch. Meine Schwester hat mich was gefragt und jetzt ist gut, aber die sind alle noch nicht gewachsen. Dann fällen wir doch diesen Baum hier. Hier könnten wir noch runter gehen, aber das finden wir irgendwo anders besser. Wenn die Kühe hätten, könnten wir einen Rucksack machen, wenn das überhaupt in diesem Mod geht. Also in diesem Modpack. Ach komm, die brauchen immer so lange, die von den Mods. So ein Matsch. Das ist so in Form dann. Da reichen 24. Irgendwie lassen die gar keine mehr fallen. So einen Dreck. Aber auch. Ja toll, jetzt wird's wieder Nacht und wir haben keine Schafe gefunden, keine Kühe, nix. Oh je. Sonst gehen wir mal bald auf Wanderschaft. Ein bisschen könnten wir ja zum Beispiel hier hingehen. Ja toll, ich komme gar nicht vorwärts in diesem Matsch und dann noch Wasser. Oh je, das ist kein gutes Biom für eine Wohnung zu bauen. Dann gehen wir weg hier. Ah, diese Mod nervt mit dem Wasser. Was ist daran realistisch? Man ist doch über der Oberfläche, wenn man schwimmt, nicht unter der Oberfläche. Ich weiß nicht. Ob ich das mitnehmen soll? Das Seaweed Rutabaga. Hallo, abfallen. Was ist denn mit den Mods los? Die sind alle ein bisschen buggy. Das ist doch kein Minecraft mehr, wenn nichts abfällt. Immer muss alles realistisch sein, das ist völlig dumm. Wow, einen habe ich wieder gefunden. Das hilft mir sehr weiter, wirklich. Nehmen wir mal diesen Baum fällen hier. Der hört sich an, als würde er aus Stroh sein oder so. Oh, bitte nicht kommen. Ja, da ist einer. Ja, sicher.
komm nicht. Ich habe gesagt, nicht kommen, nicht angreifen, nicht angreifen, nicht angreifen. Ich wollte hier... Oh, diese Sauerei. Nein, nein, nein. Pilze sind das. Ich dachte Blumen. Ich gehe jetzt nicht ins Dorf zurück. Ich esse jetzt Kartoffeln. Und gehe jetzt dort runter. So, noch ein bisschen Baumwolle mitgenommen oder sonst irgendwas. Wir könnten in diesem Biom ein Haus bauen. Das wäre doch mal was anderes. Oh, das verbraucht auch keine Nahrung. Karotten hat wieder. So. In diesem Biom irgendwie... Ich finde das Biom völlig übertrieben grün. Wir werden wahrscheinlich noch ein bisschen weitergehen. Oh, danke schön. Ich wette, die Kriebe werden mich wieder, immer wieder nerven. Ich gehe jetzt einfach weg. Ich will wieder Tag haben. Ich will wieder Tag haben. Oh. Das reicht es. Autsch. Fail. Und überall spawnen neue. Ja, hier ist ja schön und gut, aber es ist zu grün. Ich mag das nicht. Ich will in einem Biom leben, das schön ist. Und es gibt so schöne Biome in diesem World Generator. Soll das einfach mal noch kommen. So. Irgendwo sollte ein Biom kommen. Wir können dann immer wieder zurückgehen. Und hier ist ein Baum. Schon kaputt. Ja. Hier ist wieder ein anderes Biom, das ich nicht mag. Also das gleiche Biom wie davor, ganz am Anfang. Und hier ist irgendwas Rotes, das ist auch ein Dorf. Wenigstens etwas. So. Also, was haben wir hier? Haben wir irgendwas Gutes? Etwas Hilfreiches? Nein, natürlich wieder nicht. Aber wenigstens kann man hier leben, ohne dass irgendwas Schlimmes passiert. Halt es die Schnauze. Lieber ein bisschen lecken, wieso nicht? Nein, ihr kommt nicht hier hin. Ihr habt sogar Zucker. Ihr geht weg. Nein. Habt ihr irgendwas zum Helfen? Coin. Und wie bekomme ich Coins? So, weiter. Ein Lederharnisch brauche ich ja nicht. Hat hier jemand noch? Irgendjemand?
jetzt leckt es wieder. Ah, Optifine ist auch nicht mehr das, was es war, was mal war. Also Optifine hat auch irgendwelche Performance-Probleme. Das mag ich auch nicht. Und einfach wegen Optifine ist manch Java-Problem dabei. Oh nein! Scheißhaus. Das ist das Scheißhaus der Dorfbewohner. Im! Nein! Der Eingang ist im Ding in. Innen drin. Nein, nee. Gott, oh Gott, oh Gott. Sicher hier. Wenn das nicht hier drin ist, weiß ich auch nicht. Ja, toll. Wie soll ich hier jetzt Ding weiterkommen? Ich will doch in dieses Haus wohnen. Hallo, gib mir das... Ah. Gib mir das Holz. Back nicht herum. Ich hab das Holz verbackt. Ah, jetzt. Oh Gott. Schlimm. So. Mein Gott. Hier findet man sich ja gar nicht zurecht. Und diese Geräusche nerven mich auch schon. Okay, sie hören aber so langsam auf. Ein bisschen leise, bitte. Also, so laut muss man nicht haben. So. Ich muss jetzt den Eingang finden. Ich will doch nur den Eingang finden. Okay, der ist doch rechts. So. Er ist unten. Ist alles kaputt. Okay, neues Haus suchen. Das ist ja mal grässlich. Also ich werde hier jetzt wieder eine Kiste hin tun. So, den Schrott rein tun. Nein, ja, hier nicht. So. Sachen einsammeln hier. Die Bücher lasse ich. Was mache ich hier rein noch? Matschball. Der Matschball. Der Matschball. Es gibt Matschball für den Matschball. So. Unbedingt sehr wichtig. Oh, jetzt habe ich schon viel falsch gemacht. So. Dann gehen wir halt weiterreisen, bevor es dunkel wird. Und machen hier ein neuer Waypoint. Hallo, ich habe M gedrückt. Dorf 2. Bis wir irgendwas Schönes finden. Dankeschön zum Sterben. So, Delle. Wir haben ja noch den Setzling. Haben wir auch nicht mehr. Okay.
Okay, wir finden sicher noch weitere. Aber Zuckerrohr möchte ich mit haben. Okay, in welche Richtung? Ja, in diese Richtung. Ich will doch ein schönes Biom. Biom so plenty. Wieso machst du denn so schlechte Biome? Und wieso generierst du so viele Pferde? Ich sehe von Pferden die Landschaft nicht mehr. Vor lauter Pferden. Trollolo. Vor lauter Pferde sehe ich die Landschaft nicht mehr. Und hier haben wir schon wieder ein neues Biom. Das ist Redwood. Nein, Red. Red Rock. Oder so irgendwas. Ich will weitergehen, ich will nicht in der Savanne wohnen. Ich könnte so eine Art Wüstendorf machen, aber das wäre zwar innovativ, aber irgendwie langweilig. Und scheinbar sieht es so aus, als ob es auch nicht sehr ein langes Biom war. Oder soll ich sagen, breites. Ich brauche Schafe und keine Kühe. Oh. Schlachte ich ja die Kühe. Das ist auch ein witziges Biom. Dort hat sogar roten Stein. Leider können wir nicht viel sehen. In diese Richtung. Ach komm. Und dieser Stein. Was ist denn das für ein Stein? Der passt überhaupt nicht. Red Granit. Ich mache ein Haus. Aus Red Granit. Ich mache ein Haus. Aus Red Granit. Und hier haben wir sehr viel Wasser. Das passt mir auch irgendwie nicht so. Als ob diese Welt mich einfach nicht gerne hat. Da oben ist endlich mal irgendwas grau, braunes. Einen Berg. Hä? Was ist denn das? Bitteschön. Das ist das. Auch ein Hive. Ein Waterhive. Was soll ich mit dem? Soll ich mir hier eine... Das ist Cobblestone. Was soll ich mit dem? Bitteschön. Gbitzerfels. Ich mache ein Gbitzerhaus. Ein Haus aus Gbitzer. Naja, was soll man dazu sagen? Wer es schön findet. Und da gibt es nochmal so ein leuchtend grünes Gebiet. Ich glaube, ich werde hier nie mehr ein Haus, ein schönes Haus bauen können. Ich werde für immer in dieser Welt umherirren. Und Schafe! Schafe, Schafe, Schafe! Endlich Schafe. Und was Lungen oder was bekommen wir hier noch? Hallo? Ah, ich kann nichts mehr tragen. Irgendwas bekommen wir hier. Raummatten. Ah. Okay. Baumwolle will ich mitnehmen. Aber Schäferrohr nicht. Kabage. Was ist denn Kabage? Okay, hier hat es noch neue Bäume.
Ich weiß ja nicht. Das gefällt mir einfach nicht, es will mir nicht gefallen. Wenn ihr irgendwelche Biome gesehen habt, die ich bewohnen könnte, dann sagt es ruhig. Aber ich wohne nicht so gerne in solchen Schlammteilen drin. Sonst wäre ich nämlich dort beim ersten Dorf geblieben. Ich könnte aber hier bleiben und ich könnte, weiß nicht, sind andere Dimensionen in diesem Modpack, müsste ich da noch schauen. Könnten dann dorthin. Aber irgendwie gefällt mir beim So Plenty schon, aber es gibt halt sehr, sehr wenige Biome, die richtig schön sind. Ist viel zu viel Mist. Und dann kommen ja noch die anderen Biome von den anderen Mods Packs, Mods drin, Biom Mods rein. Alles Mögliche. Es ist nicht so leicht. Leute, ist die Kugel in die Luft gesprungen? Keine Ahnung. Ah, hier hat's Palmen. Oh, dort oben hat's irgendwas grün leuchtendes. Da gehen wir mal kurz hin. Haben wir drei Wolle, ja. Wir haben drei Wolle, sehr schön. Also. Hier haben wir einen Wasserfall. Und irgendwie rennt man ganz anders, habe ich so das Gefühl. Und hier ist sogar noch ein Dorf. Ja, hier bleibe ich wahrscheinlich ein bisschen. Aber wahrscheinlich nicht so lang. Ja, aber das sieht auch grässlich aus. Naja, immerhin besser. Immerhin etwas. Ja, wir nehmen das Eichenholz raus. So. Ja, dann schauen wir uns das nächste Mal hier um. Und vielleicht finden wir irgendwo noch ein schönes Gebiet. Wenn das Biom groß ist da drüben, dann gehe ich dort in den Dschungel und mache irgendwelche Dschungelbauten. Oder sonst irgendwas. Aber ja, das sehen wir uns das nächste Mal. Ich mache mir kurz ein Crafting Bench und ein Bett. So. Nein. So. Nein. Fichtenholz, komm. Schnell, sonst spawnen die Monster zu viel. So. Gut, ja, also wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und dann vielleicht mit dem ersten Haus, also sobald ich das erste Haus habe, wird es so richtig losgehen. So, ja, da drüben hat sonst noch ein Birkenwald, aber das hat es hier auch. Mist. Ja, okay, also bis zur nächsten Folge, Aufnahmesession. Und dort hinten sehe ich noch ein großes Haus. Ah, das ist nur so ein Haus, das ein bisschen hochgebaut wurde. Okay. Ja, dann, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, hoffentlich. Bis dann, tschüss.